Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 und zwar in einem neuen Projekt und zwar auf das Südhörn-Projekt mit dem Heiko im Multiplayer. Ja, es werden noch mehr Leute dazukommen, aber wie gesagt, wir sind momentan nur zwei und ja, wir haben schon vorgearbeitet und hier. Yeah. Was haben wir jetzt zu machen, Heiko? Du erntest Abgang. Jo. Und was haben wir jetzt noch zu machen? Ernte, ich guck mal. Ernte müssten, glaube ich, alle drei Felder soweit sein. Die 8. und die 9. Und dann die Produktion nachgucken. Von den Kirschen. Dann werde ich jetzt dann eben Eier mal mitnehmen, zum Stroh sammeln. Jo. So. Wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet. So, ein bisschen Mehl noch. Dann nehme ich eben jetzt den John Deere und werde mit dem Stroh sammeln. Heiko, wo ist denn eben der Strohsammler? Der steht, oder? Ich schätze schon mal auf mal hoch. In so einer Halle drin hier. Warte mal, haben wir gleich. Hier, das müsste hier drüben links sein. Ja, hier steht er. Muss er aber anders reinfahren, da steht verkehrt rum drin. Ja. Fahre einmal durch und dann schiebe ich hinter. Jo. Gucken, was die lieben Tierchen so machen. Den geht's gut, die Hühner vermehren sich ohne Ende. Auch die Schweinchen sind schon fast 160 Stück auf einmal, das seit Ja. gestern. Falls ihr Interesse habt beim Mitspielen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir mal so machen, damit ihr Mitspielen könnt und ja. So. Jo, das ist schön, ne? Ja. Ihr fleißigen Helfer kann man immer gut gebrauchen. Ja, weil wir kommen schon einmal hinterher. Mit den ganzen Produktionen, das wird langsam zu viel. Ja. Wie das Projekt auf dem Kanal kommt, das weiß ich noch nicht. Da muss ich eben noch den Sendeplan überarbeiten und ja, glaub. Montag bis Sonntag und ja, ich glaube zwei oder dreimal im Tag. Ja. Oh, wenn wir die. Nein, mach du. Na, was? Nein, mach du zuerst. Ja, ich gehe jetzt Stroh sammeln. Wo soll ich denn das Stroh hinbringen? Ins Lager. Erstmal alles ins Lager holen vorne. Ne? Oder soll ich uns ja immer noch Poster voll machen und dann ins Lager? Und wenn da noch was reinpasst, jo, dann kommt was doch nicht dann immer rein damit. Du kannst ja gleich mal gucken, ob der Diesel braucht. Wenn er was braucht, dann hole ich gleich was. Ja, mach mal. Der John Deere hat da schon 19,3 Arbeitsstunden. Was? Oh je. Ja, da bin ich ja am meisten auch immer mitgefahren, ne? Immer gewinnen die Kante. Ja. Da, wo schlecht ist er nicht. Na, abbauen und ich bin schon fast voll. Was siehst du, das ist das nächste, was wir machen können, ne? Einen Sammelwagen kaufen. Ja, einen größeren. Wenn der Mehlkipper voll ist, dann können wir ja ruhig ein, zwei Fuhren hier Tor verkaufen, ne? Ja. Dann können wir uns den großen holen. Hier so, ich bin jetzt schon voll. Abbauen mit einmal gescheit. Dann bin ich schon voll. Ja. Von Mr. Bonecrusher. Der leider von uns gegangen ist, ne? Der hat ja einen ganz guten Hänger gemacht.
Kommissar von Eichhorn? Na, der ist leider gestorben. Ach so, ist das der eine, was im Discord war? Ja, ja. Ja, das, genau. Das ist es. Was schade drum, ne? Aber so ist das nun mal. Der eine früher, der andere später, ne? Mhm. Aber der hat das ganz gut... Das ist schade, ja. Der hat immer schöne Mods gemacht. Ja, der hat sehr gute Mods gehabt. Auch mit den Trecker. Was hat denn das finde ich halt schade. 165.000 kostet er. Ja, den kennen wir auch voll. Ja, das ist zweimal... Hier zweimal Torfwerk fahren, ne? Mit einem großen LKW-Anhänger und dann passt das. Also ich kippe jetzt einmal das Stroh in Komposter und den Rest in Ding. Oh ja. Passt. Ins Hochsilo, ins Lager, so hört sich besser an. Ja. Kompost haben wir auch schon wieder da. 96.000. Ach, der Hänger ist auch gleich voll. So, eine Ladung habe ich schon im Komposter. Ich glaube, noch eine, dann ist er voll mit 100.000. Hoppala. Ja. Ach, jetzt. Wenn ihr Lust habt, Stammspieler zu werden, dann könnt ihr euch über meine Webseiten bewerben, und zwar cg-modding.at. Link dazu mache ich auch in die Infobox, da könnt ihr euch dann bewerben. So. Oh, was ist da noch zu machen? Nur das Stroh kann ich nachher mal schnell mal gucken, wie weit der Mehlanhänger voll ist. Ne? Ja. Da ist nichts weiter, ne? Da fährt ja erstmal der Mähdrescher. Soll ich den gleich verkaufen fahren oder willst du das verkaufen? Was? Den Mehl? Wo ist denn das? Wer ist der Preis, Mann? Ich guck gerade. Mehl. Das ist bei Edeka. Was? Ich fahre dorthin. Ich habe ihn schon angeguckt. Oder willst du machen? Ich bin wieder im Mähdrescher drin. Kannst du ja machen. Du kannst dabei du Stroh sammeln. Jo. Mach ich. Damit die Zuschauer einmal was anderes sehen. Genau so ist das. Und wenn der Hänger leer ist, ne? Der LKW. Ja. Dann können wir ja, wie gesagt, hier schnell zwei Anhänger Tor verkaufen. Dass wir endlich mal einen großen Strohsammelwagen haben. Also wenn das, falls der Modder von der Südhimmel auf das Video stoßt, könnt ihr mal bitte mir anschreiben, und zwar könnt ihr da ein bisschen die Kollisionen vom Zaun reduzieren. Oder was findest du? Ein kleines Stück lässt er immer stehen, ne? Ja. Wenn Stroh sammeln. Also die Straßen da sind, glaube ich, nicht für die großen LKW ausgelegt. Ja. Wo kann man aber fahren? Der fährt ganz so schnell, fahre ich sowieso nicht damit, ne? Also Edeka hast du gesagt. Ja. Das ist ja gleich davon. Ja, habe ich angeklickt. Müsste ja aufleuchten, ne? Jo. Ja.
Es wird sich immer gewünscht, Ihnen Ansicht in die LKW zu fahren oder in die Traktoren. Oh, wo fahre ich denn hin? So, Edeka, frische Mehllieferung. So. Der LKW hat ein bisschen eine lange Bremsweg. Der Kompostmaster, sagst du, der war schon voll, ne? Na. Okay, da fahr ich nochmal rein. So, es müssen gleich Geld kommen. Ja, sieht wieder gut aus. Ja, ja. Bringt anständig Geld, ne? Ja. Lohnt sich, so wie es aussieht. Ui. 150.000. Ja, kannst du da gleich einen Anhänger Torf verkaufen? Mal gucke gleich mal, das müsste auch gleich in der Nähe sein. Ach ne. Bei Landi. Das klicke ich dir auch gleich an. Ah, weiß ja, wo das ist, ne? Da steht noch über 2000. Jo, kann ich machen. Wo bist denn du? Ach da. Du fährst einfach hier so ein bisschen rechts und dann geradeaus und dann. Ja, genau. Jetzt leckt es entweder. Und dann, wenn du vorne bist, links, ne? Jo. So, jetzt links rein und immer geradeaus. Bis über die Brücke rüber. Und dann weißt du ja, ne? Beim Viehhändler nachher, ja, ja, geht rechts hier so ein Feldweg rein. Da kommt ein bisschen ruckzuck da. Die Tafeln da, gell? Ja. Ich bin schon 3 Meter davon entfernt, es hat nicht mehr Kollision. So, aber jetzt. Sagst halt Bescheid, wenn ich abbiegen muss. Bist denn du? Naja, oh, immer geradeaus. Da weißt du, bei der Zigarettenfabrik. Näher links rum, ne? Immer geradeaus. So, jetzt rechts. Ne? Jetzt links dann. Jo, genau. Wenn das 3-4 Mal gefahren bist, dann hast du den Weg verinnerlicht. Dann brauchst du keine Karte mehr. Und jetzt wieder rechts. Und dann wieder links und dann wird schon. Genau. Jetzt wieder rechts nachher bei dem Feldweg, ne? Ja. So, jetzt kennst du den Weg ja so, ja, ein bisschen. Ja. Oh, der Tabak müsste auch bald fertig sein. Ja. Mal mit dem Stroh, warte mal. Mit dem Stroh einfahren, warte ich Augenblick mal noch. Ich fahre schnell. Oh, der Korn hier.
Ah, das war nicht gut. Und so. Ja. Und Diesel ist ja noch genug. Ist boah, die Schaufel. Noch gut. Müsste eigentlich haben, ne? Anne 40.000. Boah, dann. Mann. Aber mehr als genug drin. So. Ich tue dabei Stroh einsammeln, bis er vollgeladen hat. Das geht ruckzuck, ne? Mit dem Torf hier einladen, ja. Ne? Da täuscht er, ne? Das geht ruckzuck. Deswegen habe ich erstmal gewartet, den schnell verkaufen und dann holen wir uns den anderen. Den größeren. Voll. Was? Bist du schon wieder voll? Ja. Mit Torf, jetzt können wir abfahren. Oh. Hast du markiert den Weg? Wo ich das abladen war's, danke. Ja. Wo der Laden ist, weißt du ja, ne? Oben, ne? Land ist ganz oben da, wo ich schon, weiß nicht, 400, 500 Mal umgekommen bin. Haben wir ja schon ein paar 50 Stunden auf der Map. Oh ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon spiele hier auf der Map, dachte. Muss ich mal gucken. 60 Stunden habe ich jetzt die letzten paar Tage schon gespielt. Kannst du bei mir mal gucken, wie viel ich habe? Du hast Steam oder CD? Wie bitte? Hast du Steam oder CD? Steam. Dann machst du Shift und Tab. Aha. Dann kommt ein schwarzes Fenster, oder? Shift und Tab. Das über der Steuerungstaste. Das ist Shift und da oben da mit den zwei Pfeilen ist Tab. Was? Oh, nö. Hast du nicht? Nö. Guck ich nachher mal nach. Ich mach erstmal das Feld zu Ende. So. Lass mal schnell das Gerste wegfahren. Ne? Das passt dann schon. So, ich bin jetzt da gleich da. Der krabbelt da gerade mit 15 km/h über die Brücke. Ja, das ist auch ziemlich schwer, das Zeug, ne? Ja, und jetzt einfach gerade weiter, oder? Wie bitte? Einfach gerade ausfahren. Wo bist du? Ja, immer geradeaus. Dann kommst du nachher auch hier dann links. Dann fällt 6 vorbei und dann den Rest weißt du ja, ne? Und dann brauchst du denselben Weg bloß wieder zurückfahren. Jo. Es dürften auch so 140.000, hier, so 130, 135.000 Euro werden. Ja, kein Problem. Einen größeren Sammelwagen brauchen wir ja auch, ne? Ja, mit den kleinen. Das ist ja nichts. Mit den drei, kleinen. 36.000 Dummer Erner. Da bist du ja wahnsinnig bei der. Nach so einem hier Laternenpack müssen wir mal gucken, ne? Ja. Dass das Ganze so ein bisschen heller wird. Auf dem Hof. Ja, damit da ein bisschen ein Disco reinkommt.
So, jetzt tue ich gleich Dorf warten wir das und dann geht's los. Jo. Mit der Gold-Disco. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.